Hello and welcome back to a new video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. For today, I have a big challenge for myself because I have this whole box full of concert tickets from the last 10 years. Ich habe diese ganze Box voll mit Konzerttickets der letzten 10 Jahre. Wohlgemerkt von einer einzigen Band. And I would like to try to put these into a junk journal. And I like to try to show you my process. Ich möchte versuchen, diese ganzen Sachen in einem Junk Journal zusammenzufassen und euch den Prozess dazu zu filmen und zu zeigen. There are different sizes of papers. So like this flyers, it's nearly DIN A5. I think, how is it in inch? I don't know. Ich habe verschiedene Größen hier. Das hier ist DIN A5 zum Beispiel. Rechnungen von Hotels. So this is a bill of a hotel. Normal white copy paper and photos. In different sizes and also all those entrance tickets. Diese ganzen Eintrittskarten, teilweise sind auch Postkarten dabei, die mir dann Leute geschickt haben von Konzerten, auf denen ich nicht dabei war. I would like to try to make pages, or so little pages, from all of these tickets, so that I don't have external paper in my journal. Ich will also versuchen, diese Karten irgendwie aneinander zu bringen, sodass ich dieses als Seiten für das Journal benutzen kann, sodass ich kein extra Papier dafür verwenden muss. Ich hoffe, das wird mir gelingen. Was ist noch in dieser Box? I have very different things in this box and I don't know if I can use this all. So these little things here that was for the Uppsala entrance, you have it here on your arm. Diese kleinen Eintrittsbändchen habe ich hier zum Beispiel. Ich glaube, die werden sich ziemlich gut eignen, um die zu verbauen. And some strange things like this. Ich glaube, ich sollte vielleicht besser keinen Kommentar dazu abgeben. Hinterher hält mich doch einer für den Mega-Groupie oder so. Ich weiß auch gar nicht, wer sich das alles so angucken wird. Ist auch vielleicht ein bisschen peinlich. I don't know what will happen during this video because here are so many strange things in it and I don't know how I can use this until now, but I think I will find a solution during this process. So, also ich weiß noch nicht, was in diesem Video passieren wird, weil wirklich echt super viele verschiedene Sachen hier drin sind und ich das teilweise auch gar nicht mehr so genau weiß, was hier eigentlich drin ist. Aber ich werde jetzt versuchen, während dieses Videos und während diesem Prozess einfach zu versuchen, verschiedene Lösungen zu finden. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird und ich weiß auch nicht, ob mir das gelingen wird. Aber wenn es mir gelungen ist, werdet ihr es jetzt wissen, weil ihr jetzt dieses Video sehen könnt. Wenn es mir nicht gelungen ist, werdet ihr es nie erfahren. Ja, legen wir doch mal los. So, the first thing that I will do is to... to check what's in this box, and I will try to make a little staples here with papers in the same size, and I also will pick out all of these little things here, so that I have a little idea how much it is, and I don't want to to sort them after this date here. I will mix this all together because I think that would be very, very difficult to bring this in an order. Also was ich jetzt als erstes machen werde, ist diesen ganzen Kram hier zu sortieren, ungefähr der Größe nach, dass ich auch einen Überblick bekomme, was ich hier alles schon habe und wie viel das ungefähr werden wird, sodass ich auch später weiß, wie dick und groß und überhaupt das wird. So sortiere ich jetzt erstmal die ganzen Eintrittskarten. Das werde ich jetzt nicht in chronologischer Reihenfolge machen, weil mir das zu kompliziert ist. Denn wenn man das später bindet, dann muss man ja auch irgendwie hinkriegen, also wenn man das jetzt nach der Reihenfolge machen will, dass es halt eben in der richtigen Reihenfolge ist. Und das ist bei so einer Buchbindung ja nicht so wirklich leicht. Deswegen ist mir das eigentlich auch relativ wurscht. Oh, Chris Kramer, der gehört hier nicht rein.
Chris Kramer, du bist der beste Mundharmonikaspieler auf dieser Welt, falls du das jemals sehen wirst. Und du kommst nur nicht da rein, weil es nicht um dich und deine Band geht. So I have to check if this all is from the same band. I just found something about Chris Kramer. I don't know if you know him, but if you don't know him, please check him out on YouTube, because he's the best Mundharmonika, what's the English word, player in this world, I think. And he was a guest musician from this band here. Oh my god. I'm just recognizing how much time this was to go to all of these concerts. I think I've never been in here. Don't know why I have this ticket. Ich stelle gerade fest, dass ich manche Tickets habe, auf denen Konzerten ich nie war. Interessant. Ja, ich werde dieses Video mal ein bisschen verschnellern, damit ihr euch nicht zu Tode langweilt. So, I will speed up this video and I will come back when I did this job here. So, we will see us in a few seconds. Yay, geschafft. So, the next step that I will do is, I will choose the size of the cover. Das nächste, was ich jetzt versuchen werde, ist, die Größe des Covers herauszufinden, was ich jetzt festgestellt habe, gar nicht so leicht ist. So, I like to have all those written things in the right direction, so that I have my journal later, like this, and I can flip it, and I can read all these things like this and not like this. Ich möchte später, wenn ich das umblättere, diese ganzen Eintrittskarten in der richtigen, also in der richtigen Schriftreihenfolge sozusagen sehen können, dass es lesbar ist und nicht so. Das heißt also, ich lege mir die jetzt erstmal alle so hin, die in diesem Fall hier die gleiche Breite haben und in diesem Fall hier ungefähr die gleiche Breite haben. So I will order all these things another time, so that I have these written words here in the right direction, so that I can flip it over. And now I have to make a staple of this, that I have this size here, and another one of these, so that I know these are the smaller ones and these are the bigger ones. And the biggest one will be the measurement of my cover. Also das Größte von diesen. Ja, jetzt klopft jemand an meine Tür. I'm very sorry. There was my colleague at my door. And I had to cut this video here. Because now I'm on my in my caravan, on my... Not on my, on the camping site where I'm working. And every 10 minutes someone is at the door and okay, ich musste das hier kurz unterbrechen, weil jemand an meine Tür geklopft hat, weil ich jetzt seit einiger Zeit nämlich hier auf dem Campingplatz bin, wo ich auch arbeite und diese ganzen Sachen nun in meinem Wohnwagen filme und durchführe. Und da kann es immer mal passieren, dass jemand vor der Tür steht und irgendwas von mir will. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, ich sortiere das jetzt hier nach dieser Methode, die ich eben erklärt habe. And I think some problem will be that all those tickets or the most of them have this little cuts here from the entrance check. And I think I will use my sewing machine to solve this problem, because I think when I put them into this journal, then this could be a problem when you flip this over. Ich habe hier überall diese Risse in den meisten von den Tickets und ich denke, ich werde meine Nähmaschine benutzen, um dieses Problem zu lösen. Denn ich glaube, wenn man das umblättert, könnte es zu einem Problem werden, dass es weiter einreißt. Und das wäre natürlich nicht so geil. What can I say about this? Oh, this is very, very shitty. Naja.
I don't know if you have made a journal like this before. I think I never saw a journal like this. I searched on YouTube, but I couldn't find anything like this. Oopsala. So I thought it would be perhaps a little good idea to film this process, even if I don't know what will happen here. Ich glaube, es gibt kein Journal in dieser Art, was ich jetzt hier vorhabe. Ich habe auf YouTube mal geschaut, aber das gibt es irgendwie nicht. Vielleicht ist das deshalb eine ganz gute Idee, das mal zu filmen, vorausgesetzt, es wird funktionieren. When you go to concerts, I think it's a very good idea to save all these little things. This is from a hotel, for example. Here was this card for the door from my room. And I saved all these during the last, I think over 10 years now. When I think about it, that are 15 years. Sorry. Es ist ganz eine gute Idee, wenn man sowas machen will, dass man dann alles aufbewahrt. Also das ist natürlich jetzt wirklich eine sehr lange Zeit. 2003 war hier so ziemlich das erste Konzert und das letzte war, glaube ich, irgendwie 2015 oder so. Das hier sind zum Beispiel so Dinge von Hotels, die ich aufbewahrt habe. Das eben, was ich da gezeigt habe, als ich noch Englisch sprach, das war von so einer Hotelkarte, wo man die hier bei diesem Ding da so reinstecken kann, also dass man quasi die Tür vom Zimmer öffnen kann. Das alles habe ich aufbewahrt und jetzt wird es mir hoffentlich zugutekommen. This is a very old card from the first time of this band. Well, not the first, but it's a very long story about this band. And they changed their members very often. And so I have all this stuff. Oh my god. By the way, this is a ticket from a concert in Dinkelsbühl, where I lived some years, and this design is by me, I think. Perhaps you can see that this looks a little bit different and perhaps a little bit nicer than the others. Diese Eintrittskarte habe ich übrigens selber designt, weil ich mal dabei sein durfte, als so ein Konzert organisiert wurde. Sieht vielleicht ein bisschen schöner aus als diese hier. Aber gut. So, haben wir das. The next step I will have to do in real time for this video, even if it's not a live video, but I don't know if this will work. So the idea is to take these scraps from coffee dyed paper. I have them from another journal where I had to cut the pages down for the size of the journal, and I have them in different sizes so that this will fit to the size of the larger ones, so the higher ones, and I think this smaller ones can fit to this. That's purer Zufall, dass das passt. Also ich habe diese Streifen hier übrig von so einem kaffeegefärbten Papier von einem anderen Journal, was ich gemacht habe, wo ich die Seiten abschneiden musste, weil das zu groß war für das Cover. Die habe ich in unterschiedlichen Größen und ich werde diese benutzen, um die Karten aneinander zu bringen. Also ich muss das jetzt in Realtime irgendwie versuchen, obwohl das kein Live-Video ist, weil ich nicht weiß, ob das funktionieren wird. Aber ich hoffe es schon. Aber es ist ja ein Prozessvideo, also schauen wir mal, wie das mit dem Prozess so läuft. So, the plan is to fold this in half. Oh, I have to go a little nearer to this. One moment. Okay, I think that is better now. So, I will fold this in half. And then the plan is to take two of those and then sew it, one here and the other one here. And of course this way, so that I can flip this over in the end, and that I can make my signatures out of
all of these little things here. Also der Plan ist, das hier auf dieses Ding dran zu nähen. Und zwar einmal so, dass ich es später so umklappen kann. Und das andere hier. Yeah, the next thing I'm thinking about is this little shit here. So, until now I don't know how to solve this problem, because I think it looks a little bit not so nice when I sew here and I don't have something here, because this will be the page in the end, and when I flip this, then I have this shit here all the time. Das ist ein bisschen doof, weil das hier nicht die gleiche Größe hat. Und wenn ich das umblättere, habe ich halt immer dieses kleine Stückchen hier oben. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, wie ich das lösen werde. Ja, perhaps a little cigarette in between and then I have a solution. Okay, no cigarette, because I have the solution. I will sew this here. That I have, I think you can't see this, sorry, that it's one line here, and I will leave it on the top like this, and then when I finished all these, I will do little scraps here like a Franken page, so that I have a whole page in the size of this ticket here. Also, ich werde das jetzt so machen, dass ich das hier unten bündig festnähe, also natürlich nicht hier unten, sondern also hier, aber so, dass es hier bündig ist, und dass ich dann hier oben ein kleines Schnipselchen einbringe, wie eine Frankenseite, sodass es dann die ganze Größe von diesem Ding hier umfasst. Weil ich finde das irgendwie doof, wenn da oben dieses so klein ist, und dann kann ich das umblättern und ich habe eine komplette Seite. Das ist der Plan. So, I will go to my sewing machine and make an example of this, and then I will be back. Ich gehe mal zu meiner Nähmaschine und mache eine Beispielseite, und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. So, now I'm back, not only with one example, but with this staple of examples. I decided to sew them all together, and it took me nearly the whole night, because I have a new sewing machine. I got it from my father, and my grandmother sewed on it, and my mother too, and I have to learn and practice with this machine. So this won't happen in the future, but yeah, it's okay for me, and yeah, it's a junk journal, so I think it's not too bad. Ich habe jetzt nicht nur ein Exempel gemacht, sondern mehrere, beziehungsweise alle zusammengenäht, und ich hatte ein bisschen Probleme. Es hat mich erstens die halbe Nacht gekostet, und zweitens hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, weil das die Nähmaschine meiner Oma ist, auf der auch schon meine Mutter genäht hat. Mein Vater hat mir die neulich mitgebracht, und jetzt habe ich ein bisschen Probleme, muss noch ein bisschen üben, dass das alles ein bisschen ordentlicher wird. Aber es ist ja ein Junk Journal, also ist das wohl nicht so schlimm. As I said before, I did some of these pages like Franken pages. So, when the size of the tickets was not the size of this whole thing here, I put some coffee dyed paper in between and sewed this together. Manche Seiten habe ich wie Frankenpages gemacht, also wie Frankenseiten, und habe hier so ein bisschen kaffeegefärbtes Papier dazwischen gemacht, wenn die Länge hier nicht gleich war. Wenn die Karten nicht die gleiche Länge hatten wie das hier. Das war manchmal gar nicht so witzig, aber ich glaube, ich habe es geschafft. Now I have these pages with different sizes, and I think that's very fine, because they are not all the same. I like that very much when it's not all the same measurements in this journal. Diese Seiten sind jetzt sehr unterschiedlich. Die haben teilweise sogar hier so Löcher von dem Abriss der Karte. Aber ich finde es ganz geil, wenn das nicht alles so die gleiche Größe hat in so einem Junk Journal. And now I will try to put this all together into signatures. In the beginning of the video I showed you that I have some photos too. And I sewed them together in the same way like the other pages. And this was the length of the
thing here, what will be the spine in the end. And so I have this white page here and the photo on the other side. I have to decide what to do with this back side, because this is very glossy paper of this photo print, and I think that's not so easy to get something here to this page, but I think I will find a solution. Die Fotos habe ich auch auf die gleiche Art und Weise so zusammengenäht. Die waren jetzt zufälligerweise die gleiche Höhe, wie später die Bindung sein wird. Teilweise hat das nicht ganz so, ist es nicht ganz so aufgekommen, aber das wird man ja später nicht so stark sehen. Vielleicht schneide ich das auch noch da ab, mal schauen. Ja, jetzt muss ich nur noch entscheiden, was ich jetzt mit dieser Rückseite von dem jeweiligen Foto tue, weil das ja auf so einem Fotopapier ausgedruckt ist und die Rückseite ist jetzt wahrscheinlich nicht so leicht zu bearbeiten, aber ich hoffe, mir wird da noch irgendwas Schlaues einfallen. The bills that I had from the hotels of this whole concert trips, I folded in half, because that's exactly the size of this other stuff here. And also here I have some white backgrounds here, and yeah, I have to think about it, what I will do with it. Perhaps I will leave it like it is, because the sense of this journal is only for me, it's only to yeah, to have all this stuff on one place. Diese ganzen Rechnungen von Hotels und so weiter, was ich im Laufe der Zeit aufbewahrt habe, haben natürlich jetzt auch diese weiße Rückseite. Und ich glaube, ich werde sie aber einfach so lassen, wie es ist, weil mir ging es jetzt in diesem Journal nur darum, diese ganzen Sachen an einem Platz zu haben. Also das heißt, gebunden in einem Buch im Regal. Und ich glaube, deswegen werde ich das so lassen, weil es ja eigentlich nur eine Sammlung ist und nicht, ja, besonders kreativ, oder wie soll man das mal so sagen. Es dient eigentlich nur zu Aufbewahrungszwecken. Okay, then I found this cover here from a book, and that is a little problem too, because that's the only cover I had from a book that has the size I need. Because these tickets that are in this way, they were too large for a normal book cover. And this was the only one where I hope that it fits in. Dieses Cover von diesem Buch hier ist das einzige, was ich gefunden habe, wo die Breite der Seiten hineinpasst. Nun habe ich folgendes Problem, dass die Bindung so klein ist. Now I have the problem that the spine is not large enough to that I can put all these things in it. You can see it here, even if I have no signatures at this moment, you can see that this is very, very fat, but the good thing is that this is very flexible. This is a soft cover and it has this flap here. So yeah, I think that will be strong enough to hold this whole thing together. And I'm thinking about putting all those things in it and then find a closure so that I can close it here. And it's, yeah, a fat journal, but it's not the problem. Ja, also es ist, wie gesagt, der Rücken eigentlich zu klein, um diesen ganzen Scheiß darin unterzubringen. Aber da es sich um ein Softcover handelt, wird es vermutlich funktionieren, wenn ich eine Schließung hier mache, also einen kleinen Verschluss, der das irgendwie zusammenhält. Dadurch wird das Cover nicht brechen oder sonst irgendwas, weil es einfach total flexibel ist. Okay, so now I will put together some signatures and I will tell you how I do this. I do this the same way with all my journals, and I have to find some paper, some special paper. I will be back in a second. Ich werde euch mal an diesem Beispiel zeigen, wie ich das mit allen meinen Journals mache, herauszufinden, wie viele Signaturen ich hier einbringen kann. So, I will show you how I solve the problem to find out how many signatures you can put into this spine. For that,
I take such a paper with this little measurements here. Ich nehme mir dafür so ein Papier kariert. And then I put it in here, and that's a little problem with this one. If you have a hardcover, that is more easy. Yeah, the first thing I will do is to cut off this half thing here. Oh my God, was ist hier los mit meiner Kamera? I have a problem with my camera. I hope you can see that. You have this measurements here, and this is only a half one at the end, at the right side, and I will cut it off so that I only have full of those little things here. Ich schneide also hier diese Hälfte ab, damit ich von diesen Kästchen quasi nur vollständige Kästchen habe, damit der Abstand überall gleich ist. Macht Sinn, oder? So. Now I put this here. And then I flip this like this, so that I can see how big this has to be. I can't show you that in the camera, I think, because this cover is a little bit too soft. And I can feel it with my finger here, where I have to go. Ich kann das mit meinem Finger hier fühlen. Ich kann das nicht in der Kamera zeigen, bis wohin ich da gehen muss, dass es genau in der Mitte hineinpasst. Das ist bei einem Hardcover wesentlich einfacher, weil ihr das dann ja an der Seite hochklappen könnt. Und dann könnt ihr genau sehen, mit so einem Kästchen Papier, wie viel da in die Mitte hineinpasst. Das sollte man übrigens nicht zu stramm machen, weil man das hinterher sonst nicht eingenäht kriegt. Okay. Now I have this little stripe here, and it fits exactly into this spine. You have to check out that this is not too big, so that you can flip this up, that this is in one line, and that this paper here, this one, don't flips with this thing here. I hope you understand with my silly English what I mean. And the other thing here on the other side, you have to check that this is very, very exact in here. Ihr müsst also schauen, dass das hier sehr exakt da reinpasst, dass das auf gar keinen Fall zu groß ist. Wenn es zu klein ist, ist das nicht so schlimm, wie wenn es zu groß ist. Weil ihr sonst, wenn ihr das später da eingenäht oder eingeklebt habt, könnt ihr das nicht mehr schließen, ohne dass das hier verquetscht. The next thing I will do is to measure the length of this. So I have this in one line here with the cover, and I will make it like this with my finger. Ich messe jetzt also die Länge von diesem Ding ab, sodass ich das ganz genau auf derselben Länge habe, wie das Buchcover ist. Okay. And now my personal little trick. One of those quarters here is a half centimeter. So this is 1.5 centimeter. Eins von diesen kleinen Kästchen ist 0,5 cm, also ist der Buchrücken 1,5 cm. And I don't measure this with a, something to measure. How is this called? Dings, a ruler, I think. No, ruler is Radiergummi, oder? Mein Gott, wie heißt denn das? So, I measure it with my eyes and with the help of these lines. Ich werde das also jetzt nicht mit einem Lineal abmessen. Was heißt hier bitte Lineal auf Englisch? Mein Gott, nochmal. Sondern ich werde das nach Augenmaß machen, weil ich ja in der Lage bin, die Hälfte von so einem Kästchen zu ermitteln. Ich hoffe, ihr seid es auch. So, I will take a pencil. And now, I will go 1, 2, 3, 4 of those things here.
and I make a little dot in the middle of this first thing here. Ich habe jetzt hier vier Kästchen abgezählt und mache mir einen Punkt in der Mitte von diesem Kästchen da, sodass die erste Signatur genau hier verlaufen wird, in der Mitte von dem Kästchen. Und das ist immer, habe ich mal so herausgefunden, der richtige Abstand, wenn du das hier schließen willst. So this is the first line where the first signature will be in the end. And that's enough space to close it here. Yeah, I found that out, that this is the easiest way. The second dot in the middle of the second quarter here. And the third here. And so I know how many signatures I can put here. And this is, I think, a way I've never seen on YouTube before, but it's the way I do it, and I think it works in every case. Because if you have all those measurements here, you can't make a mistake when you take the half of this in every time. And also on this side, the signature will come here, and when you flip this, there's enough space to put all the pages in. Ja, also ich habe das noch nicht auf YouTube gesehen. Ich mache das immer so. Keine Ahnung, warum man da ein Dings-Lineal braucht, weil so hat man das immer an der richtigen Stelle. Und man kann das später schließen. Wenn jetzt hier die dritte Signatur entlang verläuft, hat man noch immer genug Platz, um das zu schließen. Denn du kannst gar nicht so viele Seiten in die Signatur tun, weil du das dann nicht mehr einnähen kannst. Das merkst du dann schon von alleine, dass das zu dick würde. Also das würde gar nicht funktionieren. Also eine bombensichere Lösung, würde ich sagen. Now I have three of those things here. And then I go 1, 2, 3, 4 and put the next dots here. Beim nächsten lasse ich dann vier Kästchen Abstand. Und mache wieder meine Punkte in der Mitte von diesen Kästchen. The same on the bottom of this. 1, 2, 3. And then here. And 1, 2, 3. And here. And then I have to find the middle of this thing. Yeah, to get the exact measurement in between of here. Because I want the next holes that I have to make, that they are in the middle of this. Nun will ich die Mitte finden, damit ich die anderen Löcher genau auf die Mitte machen kann. For this, I take this stripe and I fold it only in half. And then I can come up with this little fold here. So that's the middle. Ich falte das einfach in der Mitte, so dass ich dann hier quasi die Mitte habe. Ich zeichne das mal hier so für euch ein, dass ihr das einigermaßen sehen könnt. Und dann gehe ich einfach drei nach oben. Then I will go three of these measurements upside. And then I put my dots here. And 1, 2, 3. And the next dots are here. So now I know how I have to make my holes for the spine. That I can't make a mistake, I do a little trick. I make this, that I know that there's the top. Because when you take this later to make your holes in the signatures and you turn it upside down, then it can happen that this will not fit with the holes of the spine. And so I'm sure that I know where's the top of this. Ich mache mir da immer so einen Pfeil hin, dass ich weiß, wo oben ist. Denn es kann ja sein, vielleicht durch die Kästchen von dem Papier, dass es nicht ganz exakt ist. Und wenn ihr das aus Versehen, während ihr die Löcher macht, auf die andere Seite dreht, dann könnte es passieren, dass das nicht ganz exakt wird und die Löcher nicht an der Stelle sind, wo ihr sie später hier braucht. Okay, now we need three signatures, because we have three holes here. Yeah. Because this spine is 1, 2, 3 of those measurements here. Nun wissen wir, dass wir drei Signaturen brauchen. Also können wir uns hier unser ganzen Scheiß nehmen und versuchen, das irgendwie in eine Ordnung zu bringen. To put the signatures together, I
take the same papers, so this bills and this white paper, and put it here. Then I take my photos so that I have the same things here. Oh, that's R4, that's not so good. Okay. Wäre besser, es wären drei, aber naja, gut. And then I have three of those that are a little bit smaller and all this stuff. And now I will count all those papers and then I will decide how many papers I have to put in one signature. So, ich werde das also zählen, dass ich weiß, wie viele ich in eine Signatur tun muss. Ich habe das jetzt erst ein bisschen sortiert, dass jetzt nicht zum Beispiel alle Fotos in einer Signatur sind und in der anderen gar keine. Das wäre ja blöd. So. Oh, was ist denn das? Ich hätte es vielleicht mal ein bisschen besser vorbereiten sollen. 1, 2, 3, 4. Okay, I have 39 of those pages. That's very, very much. That means that I have to put 13 of those pages into one signature. I know that is very, very much, but I will do it anyway. Please, if you like to have a regular journal, please don't do that, because 13 pages are very, very much. But because of this thing that I have, this soft cover, that will not be the problem. But if you have a hardcover, please don't do it. And please don't write 13 pages are too much. Because I know that it's a little bit tricky, but it will work. I'm sure that it will work. Meckert mich bitte nicht an und sagt mir bitte nicht, das ist zu viel. Ich weiß doch selber, dass das viel ist. Das funktioniert nur mit einem Softcover. Ich weiß, dass 13 Blätter für ein normales, schönes Journal zu viel sind. Mach das bitte nicht, wenn du ein Hardcover hast. Das wird nicht funktionieren, weil das später alles da so zu doll aufsteht und du das dann nicht mehr geschlossen kriegst und das wahrscheinlich auch einfach zu fett ist pro Signatur. Also ja, schreib bitte nicht in die Kommentare, es ist zu viel, es weiß ich selber, aber mit dem Softcover wird das funktionieren. Gut, ich werde das mal zusammenbauen und dann gleich wieder zurückkehren. 1, 2, 3. Okay, so this are 13 pages of this whole stuff, and it's as fat as you can see here. As I said before, please don't do this with a normal junk journal, because when I sew this together, I have to find the middle, then this will be very, very, very thick, and I think it won't be such easy as when you have less pages in here. I could I can make two signatures from this, but then I have the problem that I will not get it into my journal. Ich weiß, dass das sehr dick ist. Wie gesagt, mach das bitte nicht mit einem normalen Junk Journal. Hier hat es die Chance, so aufzuklaffen. In diesem Fall ist das ja hier sehr dick. Das wird funktionieren, weil es ein Softcover ist. Es wird in einem normalen Junk Journal mit Hardcover nicht funktionieren. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Wenn ich das hier später zusammennähen werde, wird das sehr dick und es wird wahrscheinlich auch etwas kompliziert werden. Also wenn du jetzt ein Anfänger bist zum Beispiel, mach das bitte nicht. Und wenn du da ein Fortgeschrittener bist, dann pass bitte auf, dass du das ganz gerade hier durchbringst, ansonsten wird das nämlich ein großer Scheiß werden. So, jetzt muss ich mal schnell meinen Akku aufladen und dann werden wir hier fortfahren. So, now I have my three signatures that are very, very fat. Nun habe ich hier meine drei Signaturen, die sehr dick sind. And I just recognized in the meantime, while I was charging my smartphone, that I have a problem with those three signatures and this spine. Ich habe während des Handyladens festgestellt, dass ich ein Problem habe mit diesen drei Signaturen und der Größe der Bindung hier hinten.
So those three signatures are too fat for this spine. And as I said, this is a process video, so this shit can happen, and now it has happened. wie ich schon sagte, das ist ein Prozessvideo, also kann so ein Mist natürlich passieren, und nun ist es passiert. Yeah, I thought about a solution and I think I found one. So I have this flap in the cover here. So I decided to make four signatures and put one in here and the other three in here so that I can flip this, yeah, like this. So I think I can do 1, 2, 3, 4, 5 signatures and put one in here so that the signatures are not too big. That can be a solution. And yeah, I think when you do something like this and you have such trashy material, then you have to find some solutions like this. And I hope you are not angry when I do it like this, but this is the sense of the video, to show the process and yeah, problems and solutions. And yeah, as I said, I don't know what will happen here, and now this shit happened. Also, ich habe beschlossen, ich könnte 4 oder 5 Signaturen machen, weil ich ja noch diese Flip-Dinger hier habe. Und ich kann dann möglicherweise 2 hier rein machen und 3 in die Mitte, sodass die dann auch pro Signatur nicht so viele Blätter haben. Und ich hoffe, ihr seid nicht sauer, aber ich habe am Anfang gesagt, es handelt sich um ein Prozessvideo. Also, ja, passiert so ein Scheiß. 2, 4, 5, 6... nun versuche ich natürlich eine Lösung zu finden, die ja irgendwie angemessen ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so gut ankommt oder ob ich mir das vielleicht besser hätte vorher überlegen sollen. Aber ja, vielleicht findet ihr das auch ganz gut, wenn man gewisse Dinge während des Prozesses lösen kann. Und manchmal sitzt man ja auch vor irgendwelchen Problemen und findet die Lösung einfach nicht. Was mich jetzt gerade extrem wundert. Ja, die Höhe ist natürlich auch noch so ein gewisses Problem, aber da habe ich schon auch eine Lösung, glaube ich. Ich bin heute etwas verwirrt, aufgrund der Tatsache, dass mein Handy nicht das tut, was es soll. Ich habe mir nämlich einen neuen Mobilfunkanbieter ausgesucht und ja, dieser ist nicht sonderlich zufriedenstellend in der Weise, wie ich mir das so denke. Aber gut. So, das sind einmal 2. So, I put it 2 signatures that are a little thinner in here. Also diese sind jetzt etwas dünner. Das heißt, ich habe die einfach geteilt und daraus 2 gemacht. 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß überhaupt gar nicht, ich kann gar nicht rechnen. Wenn ich jetzt hier die Hälfte rausnehme, ist das schon mal auch ein bisschen dünner. Denn es ist immer ganz gescheit, wenn es nicht zu viele Seiten hat. Yeah. I think it will be better when these signatures have not too many pages. 2, 3, 4, 5, 6, 7. And yeah, so... Sometimes you will find solutions while you are doing this. And now I made a very big mistake. Oh my god. I have to stop this video and count those pages. I can't do this while I'm filming it. I'm very angry now because this is really shitty. I will be back when I have 5 signatures, 1 here, 1 there and 3 in the middle. Ich muss das zählen, während die Kamera aus ist, weil ich krieg sonst hier gleich die Krise. Ich bin gerade ein bisschen angry, weil das irgendwie nicht so funktioniert. Ich komme gleich zurück, wenn ich das in Ruhe gezählt habe. Bis gleich. Puh, I think I managed it. Okay, now I have 2 signatures here that are short enough to flip them in. Nun habe ich 2 Signaturen hier. Ich glaube, ich habe es tatsächlich geschafft, dass ich es zuschlagen kann, ohne dass das hier zu lang ist. And I have 3 signatures that are a little bit thinner than before.
to put them in here, and you can't see this at the moment, but that will fit. Nun habe ich drei für die Mitte, die auch ein bisschen dünner sind als vorher. Die werden hier reinpassen, das kann man jetzt gerade nicht sehen, aber es passt, ja, kann man nur sehen, wenn man halb unter dem Tisch liegt. Okay, the plan is to put this signature in first, and then this, and then the three in the middle, and then in the end cover this shit here from the original book. Also der Plan ist, zuerst diese beiden äußeren Signaturen einzunähen und dann die mittleren drei und dann dieses hier zu überkleben, was von dem Originalbuch da war. Wobei ich mir fast denke, warum soll ich das nicht eigentlich da lassen? Schaut ja eigentlich ganz lustig aus. Okay. Now, I will put these three together here, so that I know what I'm doing. And this one has to be here now. And then you will need your little measurement thing when you would like to do this same shit as I am doing here. And now I line it up like this, and as you can see, those pages are a little bit too small for this book. They are all the same, but they are a little bit too small. Ich habe das jetzt hier dran gelegt, diesen Streifen, den ich mir vorher ja schon als ja, Maßband sozusagen gemacht habe, dass ich sehe, wo ich die Löcher machen muss. Jetzt sind diese Seiten zwar alle gleich hoch, aber für dieses Cover etwas zu kurz. Ja, es ist nahezu unmöglich, ein fertiges Cover zu benutzen und dass man da genau die gleichen Abmessungen hat wie hier. Ich möchte jetzt nicht das hier abschneiden, weil dieses hier ja schon das Originalcover, die Originalklebung hat. Warum soll ich das abschneiden und es zerstören? Das macht für mich keinen Sinn. I don't want to cut the cover here, because this original cover has a gluing here, and I don't see the reason why I should destroy this. But I have a solution for such problems, and I will show you now. Ich habe eine Lösung. The first thing you will have to do for this solution is to mark the points where you have to put your holes in. So you take this little dots that you made before, and you mark the points where you have to make the hole. Also ich lege dieses Ding da an und markiere mir jetzt genau auf diesem Knick hier die Punkte, die ich da auch habe, wo ich meine Löcher machen muss. And then I take such a tool. You can take a normal needle, of course. And then I have a very, very helpful thing. Don't know how this is called. Yeah, you can put this thing in here. Oh, it's a little bit tricky with this cover. Oopsala. Oh my god. I think I should do it like this. Normally I put my signatures in here, but this is very helpful. And then you can make your holes where you marked it. Dieses Ding ist sehr hilfreich, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, aber auf jeden Fall kann man damit sehr präzise Löcher machen. And then I take this thing again in here. I have to check out where the best camera position for this. One moment, please. Ist gar nicht so leicht, das zu filmen, weil dieses Cover immer ein bisschen wegrutscht, weil das eben so mehr geteilt ist. Now, I have this measurement of the, yeah, of this spine. And then I can put my pages in here. And I line up the first page of this signature with the bottom of this thing here. Also ich ziehe die erste Seite so weit runter, dass ich da direkt am Ende
von diesem Gerät bin. Es steht mir hier so eine kleine Scheiße über, die schneide ich noch schnell ab. So, schaut das Ganze also ungefähr so aus. Dann verfahre ich mit den anderen Seiten so weiter, dass sie immer so ein bisschen versetzt sind. So, the next one, I line up a little bit higher, like this. And the next one, also a little bit higher, like this. And I press this into this tool here. Ich drücke das also ziemlich da unten rein und gehe mit jeder Seite immer ein Stückchen höher. And when I reach the top of this, I line the next page up like this. And now I do this same thing downwards, oder ja, wie soll man das sagen? Nun mache ich die ganze Chose genau andersherum. So this is a little bit lower, like the thing before. Nun gehe ich also wieder ein bisschen weiter runter, sodass die Seiten alle wieder nach unten weiter versetzt sind. So kann man das ein bisschen variieren. Dann ist die Signatur irgendwie so gleich dick und gleich hoch an allen Stellen. And the last thing here is, this page is at the bottom. And this I put on the top. And now, hopefully, I have a signature that is very, very regular. So, yeah, this feels very nice. And now that everything stays in place, I take those paper clips and put them here. That's not so easy when you have paper that is not the same size, but yeah, hopefully it works here. Okay. And now I have my cover under it. I have to take this away that I can make my holes, because in my cover there are holes and I only want them in my signature. So I take this away. Ich nehme also das Cover da unten raus, weil ich ja jetzt die Löcher in der Signatur machen will. Und damit mir die Löcher im Cover nicht zu groß werden, wenn ich da nochmal durchpiekse, mache ich das jetzt so. Now I take this stripe and I line it up like this. And this it's very important that this is at the bottom of this of this tool here. Ihr müsst das also dann, wenn ihr so ein Ding habt, hier ganz unten anlegen. Ihr könnt das natürlich auch freihand machen, aber das muss dann natürlich schon sehr genau sein. Ihr könnt es auch durch ein Telefonbuch pieksen, was ja auch einige Leute machen. Aber ich finde, dass das nicht so genau wird. Falls jemand Interesse an so einem Tool hat, was ich hier gerade benutze, upsala, um die Löcher zu machen, dürft ihr euch gerne bei mir melden. Dann kann ich euch darüber mehr erzählen. If anyone is interested in such a tool to make these holes, please contact me. I have a solution for you. So now I have the holes in my signature and lay it down here carefully. Then I take this bookbinding thread long enough. Ich nehme also diesen Buchbinderfaden. Das ist übrigens ein gewachster Faden. Sehr hilfreich, wenn man das durch etwas widerspenstiges Papier führen will. Allerdings auch ein bisschen schwieriger zu verarbeiten, finde ich, als ungewachster Faden. Then I take this book binding needle and first I make a little knot here. Ich mache zuerst einen Knoten an der einen Seite dieses Fadens. Einen ziemlich dicken Knoten, weil meine Löcher auch relativ groß sind. Ich will eigentlich, dass es da durchrutscht. And I have to say, when I can make a video for you, I'm more happy when something works not like I planned in my life, like today with my new handy smartphone SIM card. And yeah,
I think when I can make a video, then I am more happy than before. I put my needle through this first hole on the bottom of this cover. I hope you can see that. Ich führe dieses also als erstes durch das unterste Loch. Make sure that this knot is big enough. Achte darauf, dass dieser Knoten wirklich fest genug ist, dass er da nicht durchflutscht. And then I take my signature very carefully and I put the needle through the first hole on the bottom. And now you have to make sure that really everything is in place. And then I go back through the second hole. And I also put it through the cover. Also, ihr geht dann einfach durch das zweite Loch wieder zurück und durch das Cover natürlich auch. And then back to the inside. Here. I don't know if you can see that. I can't control it because I have to look here. Sometimes it's a little bit tricky when you have the staples of this paper like it is here. Ich kann es jetzt gar nicht kontrollieren, ob ihr das sehen könnt. Ach. Also sowas ist wirklich schwierig zu filmen. Dann wieder zurück durch dieses Loch und durch dieses Loch vom Cover. So, back to the outside. And make sure that this is, very very strong here, that you don't have something like this, because you can't repair that in the end. Zieht da bitte ordentlich dran, damit das da alles an Ort und Stelle bleibt, weil ihr könnt das später nicht mehr so gut korrigieren, wenn ihr da irgendwelche Flaschenschlaufen oder sonst irgendwas habt. Okay, the next step, we will come out here and back to the outside. And now you can decide if you leave it like this, so you have this two pieces of thread here and 1, 2, 3 here, and you can make a knot here at the top. But I think for this piece it would be better to go back and inside here and outside here, inside here, outside here, and make the knot inside of the signature. I think that would be more stronger. So I will do this now. Ihr könntet das jetzt so lassen und hier oben einfach einen Knoten machen. Allerdings glaube ich, dass es für die Haltbarkeit besser ist, wenn man den ganzen Weg noch einmal quasi wieder zurückgeht. Deswegen werde ich das jetzt hier tun. Wenn man jetzt außen zum Beispiel noch irgendwas draufkleben würde oder so, was ich eigentlich nicht vorhabe, weil es ja nur so ein Aufbewahrungsbuch werden soll, dann würde das sicherlich auch halten, aber ich bevorzuge jetzt diesen etwas sichereren Weg. Ich gehe jetzt also den gleichen Weg, den ich vorher gegangen bin, wieder zurück zwischen den vorher gemachten Bindungen sozusagen. Ich glaube, ich spreche heute etwas seltsames Deutsch. Das ist eigentlich wie eine riesige Naht, die man mit der Hand macht, wo man früher im Kindergarten mal so gelernt hat, so hin und wieder zurück. Hier, wo es jetzt frei ist, gehe ich einfach wieder da rein, aber ich denke mal, das leuchtet euch auch irgendwie ein, oder? And in the last step of this whole thing, I come back to the inside. Im letzten Schritt komme ich also hier wieder auf die Innenseite. And I think that's very good, because now I can make a knot here. Like this. And this is more
more stronger than this thing before. And when you finished this, looks like this. Wenn das fertig ist, schaut das halt so aus. Then you can remove all those paper clips. And as you can see, you have this whole signature in here. Juhu! Ich bin fast ein bisschen stolz auf mich, aber nur fast. Es hat ja auch lang genug gedauert. So now I can control if everything is in place, and hopefully it is, because yeah, it is done now, and I think I can be a little happy about this. If you think that this is not so nice, or on this front this is not so nice, of course you can cover this with lace or washi tape or whatever you want. You can only take a little piece of paper, fold it in half and glue it into here, so that you can cover this if you perhaps have some photos that are not so nice here, or if you like to have this a little bit covered. Ihr könnt natürlich hier jegliche Art von Washi Tape oder sonst irgendwas dran kleben, wenn euch das da jetzt nicht so gut gefällt oder so. Aber wie gesagt, das dient ja nur zur Aufbewahrung. Und ich finde, es ist so schon relativ stabil. Habe ich jetzt eigentlich gar nicht so gedacht. Außerdem hier außen könnte man jetzt auch noch irgendwas draufkleben. Ich werde das hier später wahrscheinlich auch noch irgendwie überkleben, dass man nicht diesen Originaltext von dem Buch sieht. Of course, you can cover this if you have this in your book too, when you don't want to have this original text of the book here. And yeah, now we have this first signature in here. And I will do the same on this side. I think I will speed up the video, because it's the same process like here, so that you don't have to watch this video until the next Christmas Eve. Ich werde das Video hier ein bisschen verschnellern, dass ihr nicht euch das bis Weihnachten angucken müsst, bis ich das fertig habe. Ich bin auch nach wie vor etwas unorganisiert, weil ich, falls ihr das schon mitbekommen habt, momentan in meinem Wohnwagen diese ganzen Sachen hier machen muss. Und es ist doch irgendwie interessant, wenn das nicht alles so ist wie zu Hause eigentlich. Wobei das hier nun ja auch irgendwie mein Zuhause ist. Ja, okay. I will speed this up and I will be back when I have done this signature. Okay, now the second signature is here. Die zweite Signatur befindet sich also jetzt hier. Juhu. Ich fühle mich schon ganz glücklich. In the next step, I will sew in these signatures that I have left here. This three one. Als nächstes werde ich die drei Signaturen hier in der Mitte einnähen. And for that I use this measurement thing again, and I take an old book that I put under here, so that I can make my holes without destroying my desk. Ich habe da jetzt einfach ein altes Buch drunter gelegt, damit ich hier durchpieksen kann, ohne meinen Tisch zu zerstören. I only take this tool again and make my holes at this marks that I made in the beginning. Irgendjemand aus irgendeiner deutschen Gruppe hatte neulich auch mal sowas ganz Tolles erfunden und hat eine etwas übergroße, Mensch, ärgere dich nicht, Figur genommen und da unten rein einfach so einen Pinnwandpikser gesteckt. Das geht natürlich auch, wenn man nicht so ein Pixel-Dings hier hat. Ich weiß auch gar nicht, wie das in echt so heißt. Man kann auch so einen alten
Knauf von einer Tür oder Schublade benutzen. Könnt ihr das überhaupt sehen, was ich hier mache? Das ist irgendwie ein bisschen schwierig zum Filmen. Also egal, was ihr da habt, man kann auch irgendwelche Nadeln in Holz tun, wenn man jetzt nicht so ein Ding hier hat. Aber das ist echt praktisch, das lohnt sich, finde ich, in der Anschaffung schon sehr. So, now I have my holes here and I know where I have to sew the signatures in. Put this away. Dann habe ich also meine Löcher hier und ich weiß genau, was wohin soll. And the next step is again to my God. Where's my concentration? To find out how high this signature has to be. But now it's a little problem to put this in here without yeah, also das fällt raus. It's not strong enough to hold it in here, so I think I will do it in another way, and I put the signature here, so I will need this little thing here to be larger, so I make it like this. I hope that will work. Ja, solche Sachen sind ein bisschen mühsam, aber ich glaube, das wird wohl funktionieren. So. Now you can press it here a little bit, so that you can see that this is the same length is the cover. I think for example here it is a little bit too high, but I have no problem with this because it's a junk journal. But if you don't like that, then you can press this here a little bit and you have a very very exact measurement here. Now I have to find the middle of this. Ich suche jetzt hier einfach wieder die Mitte, drücke das hier nochmal vernünftig ineinander und fixiere das hier schon mal mit einer Büroklammer. Erstmal nur hier. Then I put it into my little tool here without moving it around, because then this measurement would be destroyed. Wenn ihr das jetzt in dieses Ding reinlegt oder wie auch immer ihr eure Löcher macht, müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr das jetzt nicht mehr verrückt, weil sonst stimmt ja später die Höhe nicht mehr. Und dann war alles umsonst. So. I think that will work. Now I take this thing here again, that I know where I have to put my holes in. Oh, I love this tool. Dieses Teil ist echt dermaßen praktisch. Das ist unglaublich. Okay, then I will sew it in like the others and I will be back soon, hopefully. So, I will start with the first signature in this hole here and I will do it in the exactly same way like the others. Ich mache das also in genau der gleichen Weise wie die anderen Signaturen. Ja. Natürlich kann man jegliche Art von Bindemethode verwenden dafür, ist ja klar.
Okay. And when I have this first one, yeah, of course I have two more. Then I make sure that this is in the right position and very strong here. And then I go back to the inside through the next hole here. So this is the second hole, and I go back inside to have the first point for the second signature here in the middle. Gehe also jetzt durch das zweite Loch, nachdem ich hier festgestellt habe, dass das alles ganz stramm ist, hier wieder zurück rein, so dass ich dann da die zweite Signatur ansetzen kann. Wenn ihr das hier oben zieht, macht das nicht zu stramm, weil manchmal könnte es sein, dass das ausreißt. I think I will do this out of camera because I have to sit down. I filmed all this stuff in im Stehen. I stand here behind my table, but I have a back pain that I can't explain to you. I do this out of camera because this is nearly the same, exactly the same like the others that we sewed in before, and I will be back when I have done this with a Stuhl. Ich muss mich hinsetzen. Bis gleich. And ta-da! Now it looks like this. I have this thread here. I think it's a little bit, yeah, more junky than my other journals. I don't know if I cut this off. Weiß ich noch nicht, ob ich diese kleinen Dinger hier abschneide. Naja. Now, if you do it like this, the first signature here, and all the signatures in the middle here, everything is fixed now. Die ganzen Signaturen in der Mitte, die drei, sind jetzt auch hier fixiert. And the last one here. And the only thing you have to have in your mind is that this here has to be a little space that you can flip this back to the point you wanted. So if you close the book and this is too long, then you have a problem, because this would not fit in here. Wenn ihr das also macht, das Einzige, was ihr beachten müsst, ist, dass es hier an dieser Seite, diese Signatur, nicht zu lang ist, dass ihr das noch vernünftig zuschlagen könnt. Was jetzt in diesem Fall funktioniert hat. If those pages here are too long, that's not schlimm. That's not the problem, because here the book is open. So if you make a closure, then you have to have this in mind here too, because when you make a closure and this is too long, then you have a problem. But I think this will work without a closure. If these pages are too long, that's not so important. Also wenn diese Seiten zu lang sind, ist es ja nicht so schlimm, denn die gucken ja an der Seite raus. Wenn du jetzt einen Verschluss machst, dann müsstest du natürlich darauf achten, dass die auch nicht zu lang sind, beziehungsweise das Cover eben größer ist. Ansonsten würde ja deine Schließung hier die Seiten zerstören, was nicht unbedingt so geil wäre. Now, I would like to think about the cover. And normally I do this before I sew the signatures in. But in this case I had this picture here of the band, and I think in some way it can fit to this cover. This was from a flyer from a concert too, and I think I will use it for this cover. Normalerweise denke ich nach über das Cover, bevor ich
da die Signaturen einnähe. In diesem Fall aber habe ich dieses Foto da, was ich da gerade in der Hand habe, schon vorher gefunden und dachte mir schon vorher, dass es ganz gut hier drauf passen wird irgendwie. Und deswegen habe ich das jetzt nicht im Vorhinein gemacht, um auch einfach dieses Original-Softcover nicht zu zerstören. Denn ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht, glaube ich, auf einem Softcover irgendwas aufzunähen, zu kleben oder sonst irgendwas. Und deswegen muss das jetzt auch so gehen. Ist das hier eigentlich eine Tasche? Nein. Okay. Will this fit in here? Oh, it's a little bit too big. I don't know what's the best way, but I would like to take this lace from this panties here to cover this and this, because I think I would like to have this picture in the middle. Another possibility would be to make it like this and only the lace here. Ja, das ist immer so eine Sache. Wie macht ihr das denn eigentlich, wenn ihr so ein Cover macht und nicht wisst, wie ihr es tun sollt? Was tut ihr dann? Könnte mir das mal vielleicht irgendjemand sagen? Weil manchmal bin ich da wirklich, muss ich sagen, etwas überfordert. Und dann muss ich da so denken und denken und denken. Und ich möchte ja auch eigentlich diesen Vorderteil von dieser Sache hier nicht verschwenden. Ja, und dann fällt mir irgendwie nichts ein. Und irgendwann, wenn ich dann längere Zeit darüber nachgedacht habe, kommt plötzlich die Idee des Jahrhunderts ungefähr. Aber in dem Fall hier weiß ich auch noch nicht so genau. That's my cover now. Juhu. Hier ist also mein Cover. I changed my plan with this photo and I cut it the white pieces of this T-shirt I showed you in the beginning. Ich habe jetzt die weißen Teile von diesem T-Shirt, was ich euch am Anfang gezeigt habe, abgeschnitten. And I sewed this yeah to this whole thing here. So that all this original purple cover is yeah, this purple color is covered, so dass also dieses ganze Lilane, was hier vorher auf diesen Dingern war, überdeckt ist. And then I took this panties that I showed you before, and I cut the lace off from it and sewed it with hand here to this whole thing. Ich habe dann also diese Spitze von dieser Unterhose abgeschnitten und die per Hand hier oben dran genäht. Mit der Nähmaschine war das leider nicht möglich, weil es einfach zu dick war. So that this photo is under this here now. And I think this came out very nice, because I know what is under it, and I think this effect with this lace is very nice for me. I like it very much. Ich finde, es ist jetzt eigentlich ein ganz cooler Effekt geworden, weil ich kenne ja das Foto, was hier drunter ist. Und ja, dadurch, dass jetzt diese Spitze drüber ist, finde ich das eigentlich gar nicht mal ganz blöd. And yeah, the good thing is that I didn't use glue. So, yeah, everything is hewn, and until now I have no glue in this book, and I am very happy about it, because I hate glue. And I think with this T-shirt fabric, it would not be very good to use glue. So here, this is a little bit with waves, but this is okay for me. If I used glue, I think it would come through this fabric, and that's a not very nice thing. Ich habe jetzt in diesem ganzen Ding hier bisher noch keinen Kleber benutzt, und das finde ich eigentlich ganz geil, weil ich hasse Kleber. Hätte ich den hier unter den T-Shirt-Stoff gemacht, dann wäre der sicherlich durchgekommen, weil der T-Shirt-Stoff so dünn ist. Und ja, das Cover ist ja so ein etwas glänzendes Cover gewesen, und ich glaube, das hätte nicht besonders gut gehalten. Deswegen lebe ich jetzt mit den Wellen, die hier sind. Finde ich jetzt eigentlich gar nicht ganz blöd, weil das T-Shirt ja auch so ein bisschen eigentlich so einen abgewrackten Style hatte. The next thing I would like to do is to add those
things I have here. This was also such a thing that you have to wear on your hand for the entrance. Als nächstes will ich versuchen, diese Dinger hier irgendwie zu verarbeiten. Das waren auch solche Eintrittsarmbändchen. And I think a tassel would be a good idea. Ich glaube, so ein Anhänger hier an der Seite würde eine gute Idee sein dafür. Some of them are made from this fabric and some are made from paper. Einige sind aus so einem Stoff, so wie diese hier. Manche sind aber auch aus Papier. I will only use the ones from fabric for this because I think that this paper lasts not very long for this tassel. Ich werde jetzt erstmal nur die aus Stoff benutzen, weil ich glaube, dass die anderen vielleicht nicht ganz so haltbar sein werden für diesen Anhänger. Die große Frage ist nur, wie ich das jetzt mache. Ja, they all have those plastic things here that you can move in one direction and not back. And I think that's a little problem. But yeah, I have to search for a ring that I can use for it. Or perhaps I can use this paper clip or a normal paper clip. Perhaps it fits in here. No, that will not fit. But I think I will put it to the front like this so that this, this tassel can hang here. Ich denke, ich werde diesen Anhänger hier vorne hin machen, sodass ich da eine normale Büroklammer benutzen kann. Dann kann ich ihn auch später nochmal wieder abnehmen. Das ist ja auch nicht ganz blöd. Okay. And I don't like those things because it moves like this and then it is destroyed. So I will remove all these things. Ich mache mal diese ganzen Plastikdinger ab, weil die, wie gesagt, in eine Richtung lose sind. Und in der anderen Richtung fest. Und das ist natürlich für so eine Sache nicht gerade so vorteilhaft. And for me now the challenge is that everything on this things can be seen. And yeah, there are only four of them, but I think I will do it like this and this. Ich will eigentlich, dass man alle von diesen Teilen jetzt auch irgendwie sehen, upsala, sehen kann. Was jetzt gar nicht so leicht ist, wie ich gerade feststelle, weil die ziemlich breit sind. Ich könnte es natürlich auch so machen. Yeah, so I have to put the fabric here because this paper clip has this this thing here and this round thing here, and this is not very nice. So I decided to make it like this. Ich hätte das jetzt an den geraden Teil von diesem von dieser Büroklammer machen, weil das auf der anderen Seite so blöde rund ist. That's a little bit too much. Perhaps it works like this too. Okay, so the name of the band is here on the front and the rest is like this. And I think that can work. Okay, now I will also add this little thing here. I think that I have all of them together. And then I take this thread, that's a normal bookbinding thread that I used before, and I will make a knot here. Ich mache jetzt erstmal einfach einen Knoten mit diesem ganz normalen Buchbindefaden, den ich eben schon benutzt habe, um die Signaturen einzunähen. And
because of the thing that it is waxed, it is not so easy to make a knot, but I think that will work. Okay. Oh. So now it looks like this. It's a little bit flexible here. And then I will wrap it around here. Ich werde das jetzt hier sehr stramm drumherum wickeln. Oops, nicht zu lang. Nicht so oft. And then I will make a knot here, so that it is fixed. Dann mache ich einfach hier noch einen Knoten, dass das hier fest ist. Okay. And I leave the rest of this thread here, because I have those things here, and they come around here all the time, all the way, you know what I mean. And so this fits to the rest of it, and also to this stitching here, because that's the same thread I did it with. Ich lasse jetzt diesen Buchbinderfaden einfach da so dran, damit es so ein bisschen zu dem Rest auch passt. Okay, I think that's not too bad. The only bad thing is that my favorite person of this band now is covered with this tassel. Das einzig Blöde ist, dass die Lieblingsperson aus dieser Band jetzt mit diesem Ding da versteckt ist. Ist natürlich nicht so geil. So. Alles Klärchen, oder? Okay. Das schaut doch gar nicht mal so scheiße aus. Also dafür, dass es nur ein Aufbewahrungsordner ist, bringe ich jetzt ehrlich gesagt schon ziemlich viel Zeit damit. Und aber dafür schaut es jetzt eigentlich auch gar nicht so blöd aus. Finde ich jetzt ganz gut. Okay, then I have left over here all those smaller things that I couldn't sew into the signatures. And I would like to add them only with paper clips to the pages that have those advertisements on it, or to the pages that are blank like this here. Ich habe da jetzt noch diese kleinen Dinger übrig, die ich natürlich jetzt nicht in die Signaturen einnähen konnte. Die werde ich jetzt einfach mit Büroklammern befestigen auf den Seiten, wo ich das hier frei habe. Of course, if you like to do such thing, you can also make pockets and put them into those pockets, but I just decided that I don't want to have any glue in this book. So yeah, for me it's it should be a fast thing. Yeah, it was not a fast thing, but I only want to store all those things in here. And for me, it's okay when I do this with those paper clips. Perhaps I will change them into smaller paper clips. I just recognized that this is very big, but yeah, for me, it's okay because I only want to have all these things on one place. Man könnte jetzt natürlich auch selbstverständlich Taschen oder irgendwelche Bellybänder oder Tuckspots oder was auch immer hier reinmachen. Aber ich habe ja eben schon gesagt, ich habe das jetzt ohne Kleber geschafft und ich möchte es jetzt auch weiterhin ohne Kleber machen. Es sollte ja eigentlich nur so eine schnelle Sache sein, um diese ganzen Sachen an einem Platz zu halten. Das mit der schnellen Sache hat nicht funktioniert, weil ich habe da jetzt schon mehrere Tage irgendwie verbracht, um das hinzukriegen. Aber trotzdem, ja, ich werde es jetzt einfach mit Büroklammern machen, und man kann natürlich auch kleine Büroklammern nehmen. Ich denke, ich werde die später noch austauschen, weil die mir doch jetzt gerade ein bisschen groß erscheinen. Aber ja, für mich ist das okay so. Könnte natürlich sein, dass ich mir in 2 Tagen überlege, ich mache jetzt doch irgendwelche Taschen. Aber ja, so bin ich halt nun mal. Das geht euch wahrscheinlich auch nicht anders, dass man sich dann doch bei gewissen Dingen das nochmal anders überlegt. What is this?
Verkehrsbund Südtirol. Ich glaube, das gehört hier nicht hin. Dum-di-dum-di-dum. Yeah, I don't know if any one of you has so much concert tickets from one and the same band. I think I'm a little bit an idiot to have all of those things. And I think many people would say, why does this woman has all those things? The most people I think I know would throw this stuff away, but I can't throw it away. Wahrscheinlich denkt ihr euch, warum hat diese Frau so viel von diesem Zeug? Und vor allen Dingen von einer und derselben Band. Aber es gibt ja so Phasen im Leben, da tut man Dinge, wo andere Leute sagen, ist sie bescheuert oder hat sie irgendein Problem oder was ist los mit ihr? Zum Glück gibt es natürlich noch andere Leute, die das auch tun. Falls es einer hören will an dieser Stelle, viele Grüße an alle Schürzenjäger-Fans und an die Schürzenjäger. Ich habe mal festgestellt, dass ich jetzt während des ganzen Videos den Namen der Band noch nicht erwähnt habe. Aber gut, das hat auch sicherlich Gründe. Es war eine schöne Zeit, aber man muss auch sagen, es war eine schöne Zeit. Und gewisse Umstände führen dazu, dass diese Zeiten dann irgendwann auch mal zu Ende sind, was man auch irgendwie akzeptieren muss. Nun gut. I think my desk is empty now from all this stuff here. And yeah, that's my little folder, junk journal, however you would like to call it, with all those things from more than 10 years of all those concerts. Mein Tisch ist jetzt inzwischen einigermaßen leer. Ja, das hier ist also mein Ordner bzw. Junk Journal, wie auch immer ihr es nennen wollt, mit all diesen Sachen gesammelt aus 10 Jahren ungefähr oder etwas mehr. Ja, ich hoffe, dass euch das einigermaßen irgendwas gebracht hat. Solche losen Kleinteile, die jetzt ja auch farblich nicht unbedingt so wahnsinnig gut zusammenpassen, in einem Junk Journal unterzubringen. Vielleicht möchtet ihr das nachmachen. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar hinterlassen, was ihr davon gehalten habt. Es tut mir leid, wenn das Video manchmal etwas chaotisch war. Aber wie gesagt, ich habe vorher nicht gewusst, was hier wirklich so passieren wird. Und deswegen ist das an einigen Stellen etwas unkoordiniert. Mag auch daran liegen, dass ich generell ein etwas unkoordinierter Mensch bin. Ja. I hope you could get some tips from this, how to store all those little things from concerts or other events in such a folder or junk journal or however you would like to call it. And perhaps you would like to try it. Perhaps you have some tips for me, what I can do better. Or yeah, if you have to say something, please leave a comment. And I hope we will see the next time. And until this point, I would like to say have a nice time and thank you for watching. And I hope we will see again. Bye bye. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.